Ich möchte Ihnen einen Teil meiner berührenden Lyrik präsentieren. Ich schreibe fromme Gemüselyrik. Grissemann behauptet, die kommt nicht an. Ich sage, nein, gerade in Zeiten wie diesen braucht man so etwas. Und mein Buch erscheint demnächst im Sauerkraut Verlag. Das ist ein sehr kleiner Verlag. Mein Buch hat 40.000 Seiten, weil ich über jedes Gemüse ein kleines religiöses Gedicht geschrieben habe. Mein Lieblingsgedicht geht so, es ist sehr kurz. Die frommste Frucht hab ich gesucht. Der Reim ist ja schlecht, okay. Oder man kann auch sagen, die frommste Frucht hab ich gesucht. Und ich schwöre, das ist die Möhre. Es ist sehr kurz, ja, aber doch. Schau, Stiermann, du bist eine arme Sau. Warum? Du bist deswegen eine arme Sau, weil du nicht ständig im Schatten meiner erotischen Fischgedichte stehst. Oh. Meine erotischen Fischgedichte erscheinen im Kabeljau Verlag. Jede einzelne Band ist 4000 Seiten stark und es sind jetzt schon 12 Bände praktisch fertig, weil ich über jeden einzelnen Fisch, der in diesem Meer existiert, ein erotisches Fischgedicht geschrieben habe. Zum Beispiel der Hecht. Im Karpfenteich der flotte Hecht bumst alle Karpfen durch, nicht schlecht. Es ist doch primitiv, Grissemann. Nein, aber es kommt an. Verstehst? Ein Wort des Fluches hört man nie vom gottgefälligen Brokkoli. Das ist schön, oder? Oder es macht den Kirchgang, betet, pflügt. Noch nie hat es ein Mensch gerügt. Unser braves, fleißiges Lieschen, ein dreifach hoch auf das. Jo, ist doch schön, oder? Nein, schau, ich will jetzt hier nicht angeben, also... Ich könnte dir auch meine Fisch... Ich habe hier ein Fischgedicht von dir und das ist zum Beispiel, weißt du, das sagt auch so viel über dich aus, ja? Ich kann es kaum lesen. So fickrig ist der Oktopus, ja, dass er am Tag 5-6 Mal muss. Er bumst den Stör, den Hai, den Aal und auf die Schnelle noch von hinten die Sardelle. Und ganz zum Schluss mit Zungenkuss sich selbst den geilen Oktopus. Ja, das ist doch primitiver Scheißdreck. Nein, das ist nicht scheiße. Das ist letztklassig. Ja, hörst du, wie das ankommt hier, oder? Nee, das, sowas mag ich nicht. Nicht mit mir, ja. Vielleicht sollten wir noch eins vorlesen. Hast du die? Nee. Da hast du noch eins. Das habe ich auch so schrecklich gefunden. Das ist gut, gelesen. Das ist echt gut. Nein, das ist widerlich. Doch, das steht auf der ersten Seite drauf, als Vorwort praktisch. Ziert der Zierfisch sich beim Lecken, springt der geile Stör ins nächste Becken. Dort wartet schon die scharfe Flunder und reißt sich rasch das Höschen runter. Also, wenn das die akademische Zukunft Österreichs hier sein soll, schönen Dank. Pass hier auf, ich habe eine kurze politische, fast ein politischer Essay, den ich in den Anfang der 70er Jahre geschrieben habe.